Dober dan, dober večer, spoštovani obiskovalci, veseli me, da smo se odločili, da poskrbimo za svoje telesno in tudi duhovno zdravje. In med sabo pozdravljamo našega govornika, ki smo ga nekateri že lahko slišali dopoldan, doktorja Klausa Štirnerja. Gospod Klaus Štirner se rodil leta 1963, medicino študiral v Grazu in na Dunaju in pa tudi v Združenih državah Amerike je študiral oziroma se je izpolnjeval. Od leta 1994 dalje deluje kot zdravnik in psihoterapeut vlastne psihoterapevtske ordinacije in ordinacije osredotočene na onkologijo. Študij psihoterapije, ki je vključeval tudi logoterapijo in eksistencialno analizo, je opravil v Nemčiji pri dr. Elizabeth Lukas in v Avstriji pri profesorju Viktorju Franklu. Je predavatelj na univerzah v Gradcu, na Dunaju, na zasebni univerzi v Krmsu, od leta 2014 tudi gostujoči predavatelj na univerzi v bolgarskem Plovdivu. V vseh teh letih je bil predavatelj Avstrijske zdravniške zbornice, član odpravnega odbora, predavatelj Štajerske akademije za splošno medicino. Izdaja številne publikacije tudi v strokovnih revijah. Moram reči, da ko sem ga prvič poslušal, sem bil zelo presenečen in navdušen. In verjamem, da bomo tako tudi nocoj vsi prisotni. Pa prosim lepo, izvoli, da prevaja ga bo dr. Tihomir Odorčič. Ich möchte alle recht herzlich begrüßen an diesem Nachmittag. Rad bi vas danes popoldan vse prav presrečno pozdravil. Es freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Veseli me, da ste našli čas, da se soočite s temi temami. Ich habe einen Vortrag schon heute Vormittag halten dürfen. Danes sem imel predavanje danes dopoldan tukaj. Wo ich schon gesagt habe, dass die Naturwissenschaft eigentlich mein Hintergrund ist. In tedaj sem rekel, da je v mojem ozadju pravzaprav naravna znanost. Aber ich bin auch ein christlicher Arzt. Vendar sem prav tako krščanski zdravnik. Und deswegen muss die Naturwissenschaft und der Glaube eigentlich Hand in Hand konform gehen. In zato bi morala naravna znanost in vera hoditi z roko v roki. Ich würde als Christ es nie wagen zu sagen, die Wissenschaft ist falsch und schlecht. Kot kristjan nikoli si ne bi upal reči, znanost je narobe in slaba. Aber ich würde es auch als Wissenschaftler nie sagen, der Glaube ist unwissenschaftlich. Prav tako tudi kot znanstvenik nikoli ne bi rekel, da je vera neznanstvena. Und deswegen, weil ich glaube, dass er Hand in Hand gehen muss, habe ich diesen Titel gewählt. In zato, ker verjamem, da si gresta z roko v roki, zato sem dal tak naslov. Also die Theobiologie. Theobiologia. Es geht um die neuesten und tiefsten Wissenschaften in der Medizin. Gre za najnovejše in najbolj poglobljene znanosti, znanja v medicini. Und das ist wohl die Genetik. A gre za genetiko. Und deshalb möchte ich mit Ihnen auch ein bisschen den Aufbau des Menschen betrachten. Zato bi danes z vami malo opazoval ali pogledal na zgradbo človeka. Der Mensch, alle seine Organe sind aufgebaut Človek aus in, in njegovi organi so vsi izgrajeni kot celice. Also das ist jetzt eine Lungenzelle. Tukaj vidimo eno celico v pljučih. Oder Hautzellen. Ali celico v, na koži. Muskelzellen oder Blutgefäße. Mišične celice, celice, ki so v žilah. Und wenn wir diese Zellen im Mikroskop anschauen, in dann sehen wir dieses Bild. Gledamo te celice pod mikroskopom, tedaj vidimo takšno sliko. Wir sehen, dass diese Zellen hier tukaj vidimo, da sehr geordnet ablaufen. Celice urejeno postavljene. Und wenn wir die noch weiter anschauen, če pa naprej gledamo, dann sehen wir, dass da der Zellkern ist und dann kommen die Gene und dann kommt die DNA. Da si sledijo celično jedro, geni in DNK. Das heißt, letztendlich ist alles, jedes Organ aus diesen Genen und aus den Zellen aufgebaut. Končno so vsi organi tkiva in seje izgrajeno iz celic.
Darüber haben wir vormittag schon ein bisschen gesprochen. O tem smo danes že govorili, danes dopoldan. Weniger haben wir noch gesprochen über die DNA selber. Malo manj smo govorili o sami DNA. Also, woraus ist dieses Gen letztendlich aufgebaut? Od česa je sestavljen ta gen? Beziehungsweise, woraus ist diese DNA aufgebaut? Iz česa je zgrajena DNA, konec koncev. Aber bevor wir weiter auf diese Frage eingehen, wollen wir uns das noch genauer anschauen. Preden se podamo naprej, bi si pogledali na ta vprašanja. Wie funktioniert also jetzt so eine Zelle? Kako funkcionira takšna celica? Sie bekommen jetzt eine Grippe, einen Infekt. Recimo, zbolite za gripo ali prehladom, nahodom. Daraufhin muss diese Abwehrzelle ein Immunglobulin bilden. Potem mora ta celica ustvariti, ta obrambna celica mora ustvariti imunoglobulin. Also es erfolgt ein Stimulus auf das Gen. Zgodi se stimulacija, ki je usmerjena na gen. Und dieses Gen produziert dann in der Zelle das Immunglobulin. In ta gen potem proizvaja v celici imunoglobulin. Und so wehren wir uns gegen die Krankheit. In tako se mi branimo ali bojujemo proti bolezni. Haben Sie schon einmal das Wort Endorphin gehört? Ali ste kdaj slišali besedo endorfin? Kann ich mal kurz die Hand sehen, wer ali lahko endorfin? Vidim vaše roke? Viele, das sind die glücklichen to so Menschen. Mnogi, to so srečni ljudje. Weil Endorphin ist das Glückshormon. Zato, ker endorfin je hormon sreče. Die eigentliche Substanz ist das Serotonin. Prava snov je serotonin. Das heißt, wenn ich glücklich bin, dann muss meine Zelle Serotonin produzieren. Če sem srečen, potem moja celica proizvaja serotonin. Das heißt, meine Nervenzelle kriegt einen Stimulus moja auf gene. Živčna celica dobi stimulacijo na gene. Und sie produziert das Serotonin. In potem proizvaja serotonin. In einer Depression haben wir einen zu niedrigen Serotonin. V stanju depresije imamo premalo serotonina. Dann haben wir aber noch eine interessante Zelle, die interessanteste Zelle überhaupt. Potem pa imamo še eno celico, najbolj zanimivo celico. Das ist wohl die Stammzelle im Knochenmark. To je matična celica v kostnem mozgu. Aus dieser Stammzelle stammen letztlich alle Zellen von uns. Iz te matične celice potekajo pravzaprav vse celice v krvi. Und je nachdem, welcher Stimulus das Gen trifft in der Stammzelle. In glede na to, kakšna stimulacija se zgodi na matično celico. Entwickeln sich die Blutzellen. Se potem takem razvijajo krvne celice. Zum Beispiel eine rote Blutzelle. Recimo rdeča krvnička. Ein weißes Blutkörperchen. Bela krvnička. Oder ein Blutplättchen. Ali pa krvna ploščica. Oder Abwehrzellen. Ali pa druge obrambne celice. Je nachdem, was gerade benötigt wird. Glede na to, kaj potrebuje. Also wo der Bedarf darin besteht, dann wird's gebildet. Tam, kjer je potreba, tam se nekaj ustvarja. Wenn Sie also Blutverlust haben, dann werden sich die roten Blutkörperchen bilden. Torej, če izgubite kri, potem se bodo razvijale rdeče krvničke. Ich möchte mit Ihnen diese drei anschauen. Die Abwehrzelle, das Serotonin und die Stammzelle. Z vami si bom ogledal te celice, torej obrambno celico, živčno celico, ki proizvaja endorfin, in matično celico. Schauen wir uns einmal die Abwehrzelle, obrambne celice. Oglejmo se sedaj obrambne celice. Also wir haben gesagt, hier sehen wir aus einem medizinischen Lehrbuch. Tukaj vidimo skopirano stran iz enega učbenika medicinskega. Das ist die DNA-Sequenz. Tukaj gre za sporedje v DNA. Für das Immunglobulin, das Beta-Globulin. Za, ki je odgovorno za ustvarjanje Beta-Globulina. Also, die DNA, werden wir später noch sehen, hat hier solche Buchstaben. DNK, kot vidimo tukaj, ima nekatere črke. Das sind die Basen. To so baze. Aber auf das kommen wir dann jetzt gleich zu sprechen. Na to bomo kasneje prišli.
Aber die Anordnung dieser Basen, dieser Buchstaben, sporedje teh baz, teh črk, sehen wir für das Beta-Globulin, sehen wir sie hier. Za, ki je določeno za Beta-Globulin, vidimo tukaj. Auf dieses Bild werden wir noch kommen. Na to sliko se bomo še vrnili. Also die Immunzelle, imunska celica, hat einen genetischen Code, ima genetski kod, der dann dieses Beta-Globulin produziert. Ki je odgovoren za proizvodnjo tega beta-globulina. Ähnlich ist es, wie schaut es aus mit Serotonin? Podobno je tudi s serotoninom. Da haben wir ebenfalls wieder einen Stimulus auf das Gen. Prav tako imamo stimulacijo na gen. Und daraufhin produziert die Nervenzelle das Serotonin. In na to živčna celica proizvaja serotonin. Auch für diese Nervenzelle gibt's dieses Gen, gibt's wieder einen eigenen Code. Tudi ta živčna celica ima gen, ki je za to odgovoren, svojim kodom. Interessant ist, dass wir sagen von der Psychosomatik und der Serotonin. Zanimivo je, ko govorimo o psihosomatiki in serotoninu. Wenn ich eine positives Lebenslage habe. Če imam eno pozitivno življenjsko lego ali naklonjenost, nagnjenost. Wenn mir Liebe widerfährt. Če se mi ljubezen zgodi. Dann produziere ich Serotonin. Potem proizvajam serotonin. Das heißt, meine Affektlage ist positiv. Torej, moja čustvena lega je pozitivna. Das heißt, wenn ich Freude erlebe. Torej, če doživim veselje. In der Kommunikation miteinander. V komunikaciji drug z drugim. Dann entsteht eine positive Affektlage. Potem nastane pozitivna čustvena lega. Die das Serotonin produziert. Ki proizvaja serotonin. Und interessanterweise ist das Immunsystem auch stark. Zanimivo je, da se s tem tudi krepi imunski sistem. Das heißt, diese Freude. Torej, to veselje. Diese Geborgenheit. To zaupanje. Diese Liebe. Ljubezen. Stimuliert die Serotoninzelle. Stimulira serotoninsko celico. Aber auch die Abwehrzelle. Ampak tudi obrambno celico. Und wir sagen mehr noch, damit eine positive Affektlage ist. In da bi prišlo do pozitivne čustvene lege. Sagen wir in der modernen Psychotherapie. V sodobni psihoterapiji pravimo. Braucht der Mensch Sinn im Leben. Da človek potrebuje smisel življenja. Das heißt, wenn ich einen Sinn im Leben grundsätzlich habe. Če torej imam v življenju neki smisel. Dann kann schon sein, dass es negative Dinge gibt in meinem Leben. Lahko so negativne stvari v mojem življenju. Aber ich halte fest an diesem Sinn im Leben. Vendar se trdno držim tega smisla. Und das beeinflusst meine Affektlage positiv. In to vpliva na mojo čustveno lego pozitivno. Und das stimuliert mein Immunsystem. In to stimulira moj imunski sistem. Und meinen Serotoninspiegel. In nivo mojega serotonina. Jetzt kommen wir noch zu dem dritten Punkt, den wir gesagt haben. Sedaj prihajamo do tretje točke, ki smo jo napovedali. Das ist die Stammzelle. To so matične celice. Die wir im Knochenmark haben. Ki jih imamo v našem kostnem mozgu. Und jetzt schneide ich mir in den Finger. Sedaj recimo se porežem na prstu. Jetzt habe ich hier eine Wunde. Imam rano. Das ist die Haut. Tu je koža. Svojimi celicami. In tu je rez, ureznina. To se mora zlepiti skupaj, sestaviti. Torej, te celice se morajo začeti deliti, oziroma krvne celice bodo ustvarile strdek. Also geht in dem Fall v tem primeru gehen diese Zellen entweder te diese Richtung oder diese grejo, Richtung. Bodi si v spodnjo ali zgornjo smer. Also sie bilden entweder wieder neues Gewebe vom Knochen. Torej, ustvarjajo novo tkivo, ne glede to, da so to mišiče, celice, maščobe, gelenke, alles mögliche. Katerekoli druge. Oder ich habe viel Blut verloren, dann brauche ich ali pa sem izgubil mnogo krvi in potrebujem novo kri. Dann geht's mit diesem Weg. Potem pa gre v tisto smer zgornjo.
Und dann entstehen die ganzen Blutzellen. Potem nastajajo vse te krvne celice. Heute sind wir so weit in der Medizin, dass wir eine sogenannte Stammzelltherapie haben. Danes smo toliko daleč prišli v sodobni medicini, da imamo že terapijo z matičnimi celicami. Das heißt, wir versuchen bei Menschen, die unter dem 30. Lebensjahr sind, to pomeni, da poskušamo pri ljudeh, ki niso še 30 let stari, aus dem Knochenmark Stammzellen zu gewinnen. Izvleči iz njihovega kostnega mozga te matične celice. Und die werden dann auf Eis gelegt. In njih postavimo na led. Und wenn ich dann eine Blutkrebserkrankung habe, in potem, ko recimo zbolim za rakom, dann bekomme ich meine eigene Stammzelle zurück und die entwickelt sich so. Potem dobim svojo lastno matično celico nazaj in ona potem se razvija v tej smeri. Habe ich aber einen schweren Knorpelschaden im Knie. Ali pa recimo, če sem doživel eno močno oškodovanost hrustanca v kolenu, recimo. Würde ich eine Hüftprothese benötigen. A bi potem potreboval na primer protezo, endoprotezo. Dann bekomme ich auch eine Stammzelle. Potem dobim namesto tega matično celico. Und es entwickelt sich dann Knochen oder Knorpel daraus. In se iz tega potem razvija kost ali hrustanec. Aber die entscheidende Frage ist, odločilno vprašanje pa je, das wissen wir alles. To mi vse vemo. Aber woher weiß die Stammzelle das? Vendar odkot matična celica ve? Woher weiß die Abwehrzelle, dass sie jetzt odkot beta-globulin bilden muss? Obramna celica ve, da mora ustvariti beta-globulin, na primer. Wir haben in der Medizin sehr viel Wissen uns angeeignet. Mi smo si pridobili veliko znanja v medicini. Aber woher diese Weisheit kommt? Vendar odkot pa to znanje? Dass die Zelle selber weiß, dass das Gen selber weiß, jetzt produziere ich Blutzellen. Sama celica oziroma gen ve, sedaj bom proizvajal krvne celice, proizvajala krvne celice. Oder jetzt produziere ich hier die Hautzellen. Ali pa celice na koži. Diese Weisheit. To znanje. Die wissen wir nicht. Tega mi ne poznamo. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Bi vam podal primer. Wir haben die sogenannten SIGA, das sind die Oberflächenantikörper. Imamo ta površinska protitelesa, Surface IgA. Genau, Surface IgA, das ist das Oberflächenantikörper, der sitzt zum Beispiel im Mund, in der Speiseröhre. Ki se nahaja na površini sluznic, v ustih, v požiralniku. In der Lunge. Pljučih. Warum sitzen diese Abwehrkörper dort? Zakaj so ta protitelesa tam? Weil sie Bakterien einatmen. Ja, zato, ker mi vdihujemo bakterije. Und auf ihrer Schleimhaut, im Rachen oder in der Nase, sitzen diese Abwehrkörper. In na tej sluznici se nahajajo protitelesa. Und die wehren sich jetzt gegen dieses Bakterium. In se branijo proti tem bakterijam. Das ist ein normaler Vorgang, den sie täglich erleben. To je nekaj normalnega, kar se dogaja iz dneva v dan. Wobei, ganz so normal ist er eigentlich auch nicht. Vendar, povsem normalno pa ni. Weil sie wissen ja gar nicht, dass sie das tun. Ker se vi ne zavedate, da tega počnete. Dass sie jetzt mehr Oberflächenantigen bilden müssen, das haben sie ja nicht ihrem Gen gesagt. Tega vi niste svojim genom rekli, da morajo sedaj več teh protiteles površinskih proizvesti. Woher diese Weisheit kommt, wissen wir nicht. Odkud to znanje, ta Aber ich möchte Ihnen noch was noch stärker aufzeigen etwas. Pa bi vam nekaj še močnejšega pokazal. Meine Frau ist gerade schwanger. Moja žena je trenutno noseča. Und dieses Kind hat keine Oberflächenantikörper. Ta otrok nima nobenih površinskih antigenov. Wieso auch? Es atmet ja keine Luft ein. Zakaj bi jih imelo, če ne diha? Kommt er nicht in die Berührung mit den Bakterien? Ne prihaja v stik z bakterijami v zraku. Oder mit dem Essen. Ali s hrano. Sie haben ja auch Abwehrzellen sozusagen an der Speiseröhre, weil sie was essen. Mi imamo te pač površinska protitelesa tudi v požiralniku, ker jemo. Also, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, ko ta otrok pride na svet,
dann würde es bei dem ersten Atemzug potem bo pri prvem vdihu 2 milijona bakterij einatmen. Sigurno 2 milijona bakterij vdahnilo. Hat aber keine Oberflächenantikörper. Vendar nima površinskih protiteles. Das Kind stirbt. Ja, otrok bo umrl. Muss sterben. Mora umriti. Passiert aber nicht so. Vendar se ne bo zgodilo tako. Warum nicht? Zakaj ne? Weil sie die Mutter mit der Muttermilch ihre Abwehrkörper gibt. Zato, ker mati z svojim mlekom, maternim mlekom, oddaja ta protitelesa. Jetzt habe ich hier das Baby. Tu je dojenček. Tu je... Und hier habe ich die Mutter. Mater. Majka. Die Mutter gibt diesem Baby Abwehrkörper in Muttermilch. Torej, mati oddaja temu otroku po svojem mleku obrambo. Aber inzwischen kommt das in Berührung und fängt mit der Luft und dann fängt an Abwehrkörper zu bilden. In ta otrok prihaja v stik z zrakom in z hrano in ne more ustvariti obrambe. Das geht sehr schnell, schon am dritten, vierten Tag. To se dogaja zelo hitro, tretji, četrti dan. Wenn die Mutter jetzt immer weiter produziert die Abwehrkörper über die Muttermilch. Če bi mater še naprej proizvajala protitelesa po svojem mleku. Und inzwischen das Kind Abwehrkörper bildet und die Mutter bildet Abwehrkörper. In bi otrok in mater skupaj proizvajala protitelesa. Dann hätte das Kind plötzlich viel zu viele Abwehrkörper. Potem bi jih otrok imel naenkrat preveč. Dann wird's krank. Potem bi postal bolan. Möglicherweise Autoimmunerkrankungen. Mogoče bi zbolel za kakšno autoimmunsko boleznjo. Was passiert also? Kaj se tu dogaja? Ein Phänomen passiert. Phänomen. Die Mutter produziert immer weniger Abwehrkörper. Mater proizvaja čedalje manj protiteles. Im gleichen Ausmaß wie das Kind immer mehr Abwehrkörper produziert. Enakem razmerju kot otrok čedalje več teh protiteles proizvaja mati čedalje manj. Das heißt, die muttere Abwehrkörperproduktion geht zurück. Tako produkcija protiteles pri materi gre navzdol. Pri otroku pa gre navzgor. Und dadurch ist immer eine ausgewogene Balance. In s tem nastaja eno ravnovesje. Immer diese Balance. Ravnovesje. Darf ich einmal fragen, wie viele Mütter lahko vprašam, koliko mater haben gewusst, wie viele Abwehrkörper ihr Kind bildet? Ste vedele, koliko protiteles vaši otroci proizvajajo? Aha, interessant. Zanimivo. Aber sie haben weniger gebildet. Ampak ste čedalje manj jih ustvarjali. Und zwar im Verhältnis zu dem, wie ihr Kind es bildet. In to v razmerju do tega, koliko vaš otrok jih je ustvarjal. Darf ich einmal wissen, wie viele Mütter haben überhaupt gewusst, dass sie Abwehrkörper bilden müssen? Lahko se daj vprašam, koliko mater med vami je vedelo sploh, da morate proizvajati protitelesa? Wie viele sind gesessen und haben gerechnet? Okay, der Abwehrspiegel im Baby ist gerade so hoch. Koliko vas ste sedele in računale na kalkulator, glede na to, koliko je nivo protitelesa v otroku danes? Wenn ich das zum Quadrat nehme und dann die Wurzel ziehe in če to kvadriram in potem potegnem koren, koliko je to potem in pomnožim krat ne vem koliko. Dann weiß ich jetzt, woher oder wie viel Abwehrkörper ich produzieren muss. Potem bom vedela, koliko moram protiteles producirati. Aber so hat es nicht funktioniert. Tako pa to ni funkcioniralo. Woher? Odkud? Woher? Kako? Weiß diese Mutter, wie viel sie produzieren muss. Kako ta mati ve, koliko mora proizvesti? Woher bekommt ihr Abwehrzelle diesen Stimulus, dieses Signal, wie viel sie produzieren muss. Odkud bo ta obrambna celica dobila stimulacijo oziroma spodbudo, koliko mora proizvesti protiteles? Sie kann ja auch nicht das Kind fragen. Tudi otroka nima kaj vprašati. Also sie muss
diese Weisheit von woanders bekommen. Torej, to znanje ali modrost bi morala dobiti od nekod druge. Daher ist unsere Frage, woher kommt dieses Signal? Zato je naše vprašanje, odkud prihaja ta signal? Das Serotonin, haben wir gesagt, wird durch die Liebe Serotonin, stimuliert. Serotonin spodbuja ljubezen. Wir haben keine Erklärung für dieses Phänomen. Nimamo pojasnitve za ta fenomen. Aber lesen wir nicht in der Bibel, vendar, dass Gott die Weisheit wäre? Mar nismo brali v Svetem pismu, da je Bog modrost? Wir wissen all das. To vse vemo. Aber wir haben nicht die Weisheit, das dann auch umzusetzen. Vendar nimamo modrosti, da to izpeljamo. Wissen und Weisheit. Znanje in modrost. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich auch Christ bin. Rekel sem vam, da sem kristjan. Und deswegen muss das Wissen mit der Weisheit, mit der Bibel übereinstimmen. In potem tako mora znanje biti usklajeno z modrostjo. Schlagen wir dazu den 1. Mose, das ist das allererste Buch in der Bibel. Odprimo prvo Mojzesovo knjigo. Sie werden vielleicht sagen, wer glaubt denn heute noch an eine Schöpfung? Und da lesen Sie den Schöpfungsbericht. Vprašate se mogoče, kdo še verjame v zgodbo o stvarjenju. Zdaj pa boste brali eno pač poročilo o stvarjenju. Kako? Aber doch ist es interessant, denn im 1. Mose, vendar je zanimivo, da v prvi Mojzesovi, im 2. Kapitel, v drugem poglavju, finden wir im Vers 9 zwei Bäume. Bomo našli v 9. vrstici dve drevesi. Da ist ein Baum des Lebens, tu je drevo življenja, und ein Baum des Wissens, in drevo spoznanja, der Erkenntnis. Ja, znanja, spoznanja. Genau, also Erkenntnis und Wissen. Erkenntnis ist Poznanje, Wissen je Znanje. Und im Vers 17, 17. Vrstici, da wird uns geraten, dass dieser Baum der Erkenntnis uns das Wissen über Gut und Böse gibt. Nam je povedano, da obstaja drevo spoznanja dobrega in hudega. Sie kennen diese Geschichte noch aus ihrer Schulzeit. To zgodbo poznate še iz šolskih časov. Es gab halt zwei Bäume im Paradies. Pač v raju sta bili dve drevesi. Einer stellt das Wissen dar. Eno predstavlja znanje, spoznanje dobrega in slabega. Der andere das Leben. Drugo pa življenje. Okay. Gehen wir vielleicht jetzt in die Sprüche. Zdaj pa se preselimo v pregovore, prav tako v stari zavezi Biblije. Sprüche hat ein König geschrieben. Pregovore je napisal kralj. Und dieser König, das wissen wir, ta kralj, hat wirklich gelebt. Vemo, je živel. Es war der König Salomon. Zares živel je bil, to je bil kralj Salomon. Der Sohn von König David. Sin kralja Davida. Und dieser Salomo, von dem, das kennen Sie heute noch, die Sprüche, die Weisheiten Salomos. In od njega potekajo pač ti pregovori ali modrost, Salomonova modrost. Von ihm wird gesagt, dass er ein sehr weiser Mensch war. Za njega pravijo, da je bil zelo moder človek. Eigentlich der weiseste König und Mensch, der je gelebt hat. Pravzaprav najmodrejši človek, ki je kdajkoli živel. Also was liegt näher für mich, in dem Salomo hineinzuschauen, welche Weisheit er hier verkündet. Torej, nič lažjega, kot da pogledamo, o kakšni modrosti Salomon govori. Wir haben also aus der Naturwissenschaft die Erkenntnis über die Gene. Iz naravnih znanosti imamo spoznanje genov. Wir kennen auch schon die Gene für das Serotonin, für das Beta-Globulin. Poznamo gene, danes smo spoznali za Beta-Globulin, za Serotonin, za... Genau, und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir die Bibel, wo Weisheit. Na drugi strani pa imamo Sveto pismo, kjer je beseda o modrosti. Angekündigt wird. Kjer se objavlja modrost.
Und das fängt wir im Vers 13 bis 17. In to najdemo u 13 od 13. do 17. vrstice tretjega poglavja. Pregovori 3 13 bis 17. Vers 13 einmal, ja? Aha, samo 13. vrstica najprej. Blagor človeku, ki najde modrost, možu, ki si pridobi modrost. Genau, und dann wird von 14 bis 17 beschrieben diese Weisheit. Potem pa od 14. do 17. vrstice je opisana ta modrost. Vielleicht kannst du das. Ja. Kaj ti pridobiti njo je bolje, kakor pridobiti srebro. Njen sad je boljši od zlata, dragocenejša je, kakor biseri. Nobena tvoja želja ji ni enako vredna. Dolgo življenje je v njeni desnici, njeni levici sta bogatstvo in čast. Njene poti so prijetne poti, vse njene steze so mirne. Salomo spricht davon, dass es sehr wichtig ist, diese Weisheit zu haben. Sie ist besser. Salomon pravi o tem, da je zelo pomembno imeti to modrost, ker je boljša. Besser als Silber und Gold. Boljša od srebra in zlata. Können Sie sich noch erinnern, was im Paradies stand? Ali se lahko spomnite, kaj je bilo v raju? Zwei Bäume. Dve drevesi. Der Baum des Lebens. Drevo življenja. Und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. In drevo spoznanja dobrega in slabega. Jetzt lesen wir den Vers 18 über die Weisheit. In sedaj preberimo 18. vrstico o modrosti. Drevo življenja je tem, ki se oprimejo. Kdor se je drži, je srečen. Die Weisheit, modrost, ist der Baum des Lebens. Je drevo življenja. Die Weisheit erhält uns am Leben. Modrost nas vzdržuje pri življenju. Die Weisheit ist das, was in den Genen arbeitet. Modrost je ta, ki deluje v genih. Kann es sein, dass die Bibel recht hat? Ali ima Biblija prav? Dass sich ursprünglich die Weisheit Gottes und das Wissen des Menschen gegenüberstanden? Dass das sie v začetku stala nasproti Božja modrost in spoznanje ljudi. Haben wir das ganze Wissen über die Gene und über die Oberflächen Antikörper? Mi imamo tukaj vse spoznanje o genih, o telesu, o protitelesih. Aber ohne der Weisheit, die hier herrscht. Vendar brez modrosti, ki tukaj vlada, ne moremo ničesar početi. Die Weisheit ist das Leben. Modrost je življenje. Der Baum des Lebens. Drevo življenja. Gehen wir noch tiefer. Pojdimo še globlje. Woraus besteht denn jetzt dieses Gen? Od česa je sestavljen ta gen? Das Gen besteht aus Molekülen. Gen je sestavljen iz molekul. Hier ist es aufgeschlüsselt. Tukaj so odklenjeni. Odklenjene te molekule. Da finden wir Kohlenstoff. Tu najdemo ogljik. Wir finden Wasserstoff. Vodik. Wir finden Sauerstoff. Kisik. Wir finden Phosphor. Phosphor. Und wir finden die Basen. In najdemo baze. Die nennen wir Adenin, Cytosin, Thymin, Guanin. Ki se imenujo Adenin, Cytosin, Thymin in Guanin. Also das Gen besteht eigentlich aus Kohlenstoffmolekülen, Wasserstoffmolekülen. Torej, gen je sestavljen iz molekul vodika, kisika in ogljika. Das haben wir hier alles stehen, die Moleküle. Und daraus besteht ein Gen. Und je nachdem, wie diese Gene zusammen, diese Moleküle zusammengesetzt werden. In glede na to, kako so te molekule sestavljene, ergibt sich ein Gen. Nastaja gen. Das ist schon sehr interessant. To je že zelo zanimivo. Wir haben den Computer. Tu imamo računalnik. Sie kennen das Informationssystem des Computers, wie ein Computer funktioniert? Vi verjetno poznate informacijski sistem računalnika, kako on funkcionira. Der Computer hat nur zwei Signale. Računalnik ima samo dva signala. Das binäre System. To je takozvani binarni sistem. Null und Strich. Nula in ena. Das nennen wir von mir als 1.
To je enka, ne. Torej, če napišemo 001, je to številka 2. In ko na koncu imamo takšen spored teh, potem je to neka vrednost A. Vzemi. Also mit 2, nur mit 0 und plus oder 1 kann ich alle zahlen. Torej, samo z dvema vrednostima, torej 0 in črtica ali enka, ne, lahko vse števila, vsa števila se, kot jih pač je, lahko prikažem. So programieren wir den Computer. Tako programiramo računalnik. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Programmierungsmöglichkeiten, was hoch 2 ist, zum Quadrat. Torej imamo množico možnosti, programskih možnosti, ker gre vse na drugo potenco. Bei den Genen. Pri genih haben wir aber 4 Buchstaben. Imamo 4 črke. Das heißt, die Möglichkeit der Kombination možnost ist viel kombinacije je veliko, veliko večja. Ist hoch 4. Je na četrto potenco. Unbegrenzt. Neomejena. Neomejena. Etwas zu schreiben. Und hier haben wir, je nachdem, wie diese Basen angelegt sind. Tukaj vidimo, glede na to, kako so te baze razporejene. Sehen Sie, hier entsteht ein Text. Tu vidimo neko besedilo. Pa entsteht der Text von mir aus C, C, D, G, A, C, C. Tu nastaja besedilo C, C, G, T, T, A, C, C, G, A. Und so weiter. In tako naprej. Lahko se domislite. Eine Unzahl von Möglichkeiten. Aber wenn nur ein Buchstabe falsch ist. Nešteto možnosti, toda vendar je če samo ena črka narobe. Wenn nur eine Base in dem Torej, falsch to pomeni ena baza napačna. Funktioniert alles nicht mehr. Nič več ne funkcionira. Wow. Die Moleküle werden so zusammengesetzt. Molekule so tako sestavljene, dass sie beim einen Text schreiben. Da izpisujejo besedilo. Und die Gene werden so zusammengesetzt, in geni so tako sestavljeni, dass sie dann das Serotonin produzieren. Da lahko proizvajajo serotonin. Wow. Dazu braucht es Weisheit. Zato je pa potrebna modrost. Da fällt mir ein Text ein. Tukaj sem se spomnil nekega besedila. Im 2. Korinther Kapitel 3 Vers 3. V drugem pismu Korinčanom 3:3. Očitno ste Kristusovo pismo, za katero skrbimo mi in ki ni pisano s črnilom, temveč z duhom živega Boga, pa ne na kamnite table, marveč na table mesenih src. Da wird ein Brief geschrieben in das Fleisch. V meso je napisano pismo. Da wird tatsächlich ein Text geschrieben in die Gene hinein. Dejansko je besedilo zapisano v gene. Nämlich von dem lebendigen Geist Gottes wird er geschrieben. Kajti namreč je zapisano, zapisal ga je živi duh Božji. Sehen Sie den Text, wie er schreibt? Mar ne vidite besedila? Sehen Sie die Weisheit des Geist Gottes, wie er hier schreibt? Mar ne vidite modrosti Božjega duha, ki to nicht auf steinerne Tafel, sondern auf Fleisch. Ne na kamnitih tablah, mar več na tablah mesa. Und nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist Gottes? In to ne s tinto, temveč z Božjim duhom. Das ist der Baum des Lebens. To je drevo življenja. Die Weisheit, die unsere Gene schreibt. Modrost, ki piše naše gene. Wir haben gesagt, das Gen besteht aus Molekülen. Rekli smo torej, da je gen sestavljen iz molekul. Wir wollen noch tiefer schauen, woraus besteht denn jetzt die DNA? Hočemo, bomo pogledali še globlje, iz česa so sestavljene molekule. Das Molekül besteht aus Atomen. Molekula je sestavljena iz atomov. Sie haben das gelernt früher mal in der Schule. Hier sind die Protonen. Se spomnite, ste se učili v šoli. Tu so protoni. Hier sind der Zellkern. To je jedro atoma, ne cel, no, atomkern. Genau, die Protonen und Neutronen. Sestavljeno iz protonov in neutronov.
Und außenrum in der Atomhülle sind die Elektronen. Okoli pa v ovojnici so elektroni. Und genau so wie diese hier angeordnet sind, bestimmt ob ein Molekül entsteht. In prav tako kako so tu razporejeni ti elektroni, prav tako potem se po njih ravnajo molekule, ki nastajajo. Und genau so wie die Moleküle dann entstehen, schreibt Starrs hinauf, entsteht das Beta-Globulin. In prav tako kakor nastajajo molekule, nastaja tudi beta-globulin kot velika molekula. Das heißt, ich brauche nicht das Gen zusammensetzen. Torej meni ni treba sestavljati gena. Ich brauche nicht das Molekül zusammensetzen. Meni ni treba sestavljati molekule. Sondern ich muss die Atome so zusammensetzen, dann ergibt sich alles andere. Torej, atome je treba tako sestaviti, da so lahko molekule takšne kot so. Aber sie alle wissen, dass zwei positiv und positiv auseinander geht. Toda veste, da dva pozitivno nabijena delca gresta narazen. Positiv und positiv stoßt sich ab. Pozitivno se od pozitivnim odbija, od pozitivno se odbija od pozitivnega. Aber hier sind ganz viele positive ganz auf engstem Kern zusammen. Tukaj v jedru, v tako majhnem prostoru so tako blizu pozitivni delci. Das ist nicht möglich. To je nemogoče. Aus der Physik wissen wir, dass es eigentlich nicht geht. Ja, po fiziki to ne bi šlo. Da braucht es eine enorme Kraft, die das zusammenhält. Zato je potrebna enormna moč, ki to drži skupaj. Und wir kennen in der Physik vier Kräfte davon. V fiziki poznamo štiri sile. Und die stärkste davon ist die nuclear strong force. Najmočnejša je močna jedrska sila. Die hält diese Protonen zusammen. Ona drži te protone skupaj. Und wenn das nicht funktioniert, in če to ne funkcionira, dann haben wir eine Atomkernexplosion. Potem imamo eksplozijo atomskega jedra. Und was dann passiert, wissen Sie. In kaj se teda zgodi, to verjetno veste. Und damit diese alle noch am richtigen Ort bleiben, in da bi oni vsi ostali na pravem mestu, haben wir noch die Gravitationskraft, die sich festhält. Imamo še silo težnosti, ki jih drži skupaj. Woher kommen diese Kräfte? Odkot pa te sile? Wer hält hier die Protonen zusammen und die Elektronen? Kdo drži protone in elektrone skupaj? Wer schreibt über die Atome in meine DNS hinein? Kdo prek atomov zapisuje v mojo DNK? Woher kommt diese Weisheit, wie die zusammengesetzt sind? Odkot prihaja to znanje, ta modrost, ki to sestavlja? Wir haben das Wissen. Mi imamo znanje. Wir wissen, dass es vier Kräfte sind. Mi vemo, da so štiri sile prisotne. Aber woher sie kommen? Odkot pa prihajajo? Wie sie arbeiten? Kako delujejo? Und wann sie wie eingesetzt werden, dass es funktioniert? In kako se jih uporabi, da vse skupaj funkcionira? Diese Weisheit haben wir nicht. Te modrosti nimamo. Ist nicht diese Weisheit faszinierend? Mar ni ta modrost očarujoča? Das heißt, die Anordnung der Atome bewirkt die Moleküle. Razporeditev atomov določa molekule. Und die Moleküle bewirken die Gene. Razporeditev molekul določa gene. Und das Gen stellt das Leben dar. A gen predstavlja življenje. Das können wir alles heute wissen. To vse lahko vemo, poznamo. Aber wie das funktioniert, vendar, dazu braucht es to funkcionira, zato je potrebna modrost. Wir schauen uns das noch einmal an. Hier haben wir den Zellkern. Še enkrat si poglejmo. Imamo tukaj die Gene, celico iz jedra. Die Gene aus den Molekülen. Potem, samo malo Zellkern. Die Gene. Gene aus den Molekülen. Tretja vrsta. Gene iz molekul. Und Molekül aus dem Atom. In molekule iz atomov. Das heißt, Modrost von Gott. Ja, Božja modrost. Braucht nur ein Atom zu arbeiten. Potrebuje samo atom, da v njem deluje. Aber jetzt habe ich noch etwas Interessantes. Sedaj pa imam še nekaj zanimivega. Wir wissen aus der Physik, alles besteht aus Atomen. Iz fizike vemo, da je vse sestavljeno iz atomov. Dieser Stift ta besteht aus Atomen. Svinčnik. Aus Molekülen, das ist Kohlenstoff. On je sestavljen iz oglika, kdor še česar ne. Dieses Blatt Papier. Ta list papirja.
Mein Sakko, alles ist moj suknjič, vse je sestavljeno iz atomov. Alles die gleichen Atome. Vse iz enakih atomov. Immer Proton, Neutron, Elektron. Vse je vedno proton, neutron, elektron. Aber ich bestehe auch aus Atomen. Tudi jaz sem sestavljen iz atomov. Aber meine Atome. Toda moji atomi. Die leben ja. Oni so živi. Die können ja sprechen und denken. Govorijo in razmišljajo. Warum kann der Stift das nicht? Zakaj pa ta svinčnik tega ne zmore? Das sind die gleichen Atome. Pa to so isti atomi. Ja. Was ist denn jetzt mit dem Leben auf einmal? Kaj se je zgodilo življenje naenkrat? Odkot pa življenje sedaj? Kako se lahko moji atomi gibljajo, od te pa ne? Odkot prihaja to življenje? Ali prihaja od drevesa življenja? Od te modrosti? Mar to ni fascinantno? Wenn wir ganz tief in die Physik und die Biologie gehen, ko se poglobimo, popolnoma poglobimo v fiziko in biologijo, bei all unserem Wissen, vsem svojim znanjem, wir haben noch nie aus nichts Leben hervorgebracht. Še vedno nismo prišli do življenja iz niča, da bi iz niča prišli do življenja. Wir können aus verschiedensten Substanzen heute ein Bakterium bilden. Lahko iz različnih snovi ustvarimo bakterijo. Aus den verschiedensten lebenden Dingen können wir anderes Leben schaffen. Iz različnih živih stvari ustvarimo življenje. Wir können die Tomate genetisch verändern, dass sie größer wird. Paradižnik lahko genetično spremenimo, da postane večji. In manj zdrav. Wir können aus einem kleinen Schwein einen Riesenschwein machen. Lahko iz malega prašiča napravimo velikanskega z gensko tehnologijo. Vendar nam nikoli ni uspelo iz takega svinčnika ustvariti življenje. Leben ist noch ganz was anderes. Življenje je nekaj povsem drugačnega. Alles ist aus dem gleichen aufgebaut. Vse je iz enakega. Wir können es hin und her jonglieren, die Atome. Lahko žongliramo z atomi sem ter tja. Aber Leben, toda življenja ne moremo ustvariti. Aus dem Nichts Leben werden wir nie brennt zusammenbringen. Iz niča ne bomo nikoli sestavili življenja. Weil uns die Weisheit und das Leben fehlt. Zato, ker nam primankuje modrosti za življenje. Ich gehe aber jetzt noch einen Schritt weiter. Es wird noch komplizierter. Ja, sedaj, pa grem še en korak naprej in za vas bo to še bolj komplicirano. Denn woraus bestehen denn die Atome? Kajte, iz česa so narejeni atomi? Das wissen wir nämlich heute auch schon, dass das Atom nicht das kleinste Teilchen ist. Torej, danes že vemo, da Atom ni več najmanjši delec. Das Atom besteht aus Quark. Atomi so sestavljeni iz kvarka. Das ist die Physik der Elementarteilchen. To nam pove fizika elementarnih delcev. Wir wissen heute, ein Proton besteht aus drei Quark. Danes vemo, da se proton sestoji iz treh kvarkov. 1969 wurde dafür der Nobelpreis. 1969 so podelili Nobelovo nagrado za to znanje. Für die Entdeckung des Quarks. Za odkritje kvarka. Und Quark ist Bestandteil von vielen anderen Dingen. Quark je pa sestavina mnogih drugih stvari. Es ist der Grundbestandteil aller Dinge. On je osnovna sestavina vseh stvari. Und wir wissen heute aus der Physik, in danes vemo iz fizike, Quark ist jene Energie, aus der das Licht ist. Da je Quark tista energija, iz katere je svetloba. Quark ist eigentlich Lichtenergie. Quark je pravzaprav svetlobna energija. Da fällt mir wieder ein Text ein. In sedaj sem se spet spomnil nekega besedila. Janez 1.3 in 4. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. Das Leben ward Licht. Življenje je
postala luč. Und das Licht postala. Ist im Menschen das Leben. In luč pa je v ljudeh življenje. Und alle Dinge sind durch diesen Quark das Licht gemacht. In vse, kar je nastalo preko tega kvarka svetlobe. Und ohne den ist nichts gemacht. In brez njega ni nič nastalo. Wer mir erklärt, dass die Bibel nicht naturwissenschaftlich ist, der kennt sich in der Naturwissenschaft nicht aus. Če mi kdo pove, da Sveto pismo ni znanstveno, naravno znanstveno, se ne spozna na naravno znanost. Denn letztendlich ist das Licht bei Gott. Und im Anfang war das Licht, das über dem Wasser schwebt. Kajte, konec koncev je svetloba ali luč bila pri Bogu. In ko je vse nad vodami, ko je Božji duh nad vodami velel. Dieser, aus diesem Quark ist dann das Atom und aus dem Atom das Molekül, aus dem Molekül die Abwärtszelle. Iz kvarka je atom, iz atoma molekula, iz molekule DNK in naprej. Aber hinter all dem, hinter diesem ganzen Entwicklungsprozess, za vsem tem razvojnim procesom, muss ein Programmierer stehen. Mora obstajati programer. Den Computer habe ich auch hier programmiert. Tudi računalnike smo mi programirali. Und so wie dieses Quark zusammengesetzt wird und die Atome und meine Gene, da steckt ja Weisheit dahinter. Kakor tudi v tem kvarku in mojih genih, vseh njih je, za vsem tem stoji modrost. Der, was ist Leben? Kaj je življenje? Alle materie, ist tot. Sa snov je mrtva. Außer dem Leben, was wir haben. Razen življenja, ki ga imamo. Daher muss Gott in die Gene das Leben hineinschreiben. Bog mora napisati gene, izpisati gene. In das Gesetz des Lebens schreibt hinein. V postavo življenja zapisuje. Und Gott ist die Weisheit. Bog pa je modrost. Und Gott ist die Liebe. In Bog je ljubezen. Und ihr habt gehört, dass zum Beispiel das Serotonin durch Liebe produziert wird. Slišali ste, da serotonin nastaje zaradi ljubezni. Durch die Beziehung mit Gott entsteht dieses Serotonin. Zaradi razmerja z Bogom nastaja serotonin. Und mein Immunsystem wird stark. In moj imunski sistem postaja močan. Und da fällt mir zum Schluss noch zwei Texte ein. In na koncu sem se spomnil še dveh besedil. Mar ne kliče modrost, ne povzdiguje razumnost svojega glasu. Postavila se je na vhod v trdnjavo, na cesto, na stičišče vseh poti. Jaz, modrost, dajem stanovanje, previdnosti, vzdržujem spoznanje preudarnosti. Korinčan. Prvo pismo Korinčanom še. To tudi govorimo, pa ne z besedami, kakršne uči človeška modrost, ampak kakršne uči duh. Tako da duhovne stvari presojamo z duhovnimi. Posvetni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Die Naturwissenschaft muss mit der Weisheit Gottes Hand in Hand gehen. Naravna znanost mora z Božjo modrostjo hoditi z roko v roki. Wir müssen es geistlich beurteilen. Moramo stvari duhovno presojati. Und ist es nicht interessant, dass es in der Bibel sowas wie Auferstehung gibt, neues Leben gibt? Mar ni to interesantno, da v Svetem pismu obstaja nekaj kot ustajenje, novo življenje? Und sozusagen habe ich das Leben verloren, aber ich kann es wieder bekommen. Torej, tako rekoč, izgubim življenje in ga lahko dobim nazaj. Und diese Auferstehung, to ustajenje, bedeutet einfach, dass wieder dieses Leben in diese Atome kommt. Pomeni, da to življenje pride nazaj v te atome. Diese Weisheit setzt diese Quarks wieder zusammen. Modrost se stavi vse te kvarke skupaj. Und wir stehen auf. In mi ustanemo. Jene zur Auferstehung des Gerichts,
nekateri na ustajenje sodbe, und die anderen zur Auferstehung der Ewigkeit. Na ustajenje večnosti. Wenn wir mit dieser Weisheit in Verbindung bleiben. Ko ostanemo v povezavi s to modrostjo. Und darum ruft Jesus ihnen heute zu. In zato Jezus vam kliče. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Gott ist das Leben. Bog je življenje. Gott ist die Weisheit. Bog je modrost. Gott ist das Licht. Bog je luč. Und er arbeitet in ihren Genen ununterbrochen. In on neprenehoma deluje v vaših genih. Während sie hier sitzen, ist Gott ganz nahe in ihrem Körper. In ko še sedite tukaj, je Bog čisto blizu v vašem telesu. Seine Weisheit arbeitet. Njegova modrost čaka. Aber sagen wir nicht, Gott ist im Boden oder in den Molekülen. Mi ne pravimo, da je Bog v tleh, v molekulah. Gott ist eine Person. Bog je oseba. Gott steht hier. Bog stoji tukaj. Er ist der Programmierer. On je programer. Ich sage auch nicht, dass der Programmierer im Computer sitzt. Tudi ne rečem, da programer sedi v računalniku. Aber er kann es zusammensetzen. Vendar ga lahko sestavi. Und er liebt sie. In te ljubi. Da wo sie stehen, wo sie kein Serotonin haben und depressiv sind. Tu, kjer ste, če nimate serotonina in ste depresivni, kann er ihr Gen stimulieren und es kommt lahko, das Serotonin. Lahko spodbudi vaš gen, ki bo izdeloval serotonin. Da wo Krankheit ist, tu, kjer je bolezen, kann er es wieder reparieren. Lahko popravi. Gott kümmert sich um sie. Bog skrbi za vas. Und in der Naturwissenschaft sehen wir seine Spuren. Da aus da. In v naravni znanosti vidimo njegove sledove. In der Biologie und in der Physik. Biologiji in fiziki. Und deswegen sagt er, in zato pravi, komm her zu mir. Pridi k meni. Der du mühselig und beladen. Ki si utrujen in obtežen. Ich werde dir helfen. In ti bom dal pomoč. Ich stimuliere dein serotonin gen und werde dich ergeben. Bom spodbudil tvoj serotoninski gen in ti bo boljše. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Želim se tudi svoji družini zahvaliti. Da smo zdravi tukaj pred vami je zato, ker moja žena vedno vegetarijansko hrano pripravlja. Und viele Male muss ich auch gestehen, müssen sie auf ihren Vater oder ihren Mann verzichten. In mnogokrat morajo pač pogrešati svojega moža in očeta. Weil ich irgendwo unterwegs bin und halt wo spreche. Zato, ker sem mnogokrat na potovanjih in govorim nekje. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass meine Kinder und meine Frau auch mitgekommen sind. Zato sem zelo hvaležen, da so moja žena in moji otroci danes z nami tukaj. Und in der Diskussion werden Sie dann noch meinen Schwiegervater kennenlernen. Kasneje, ko bomo malo se pogovarjali, ko bodo vprašanje in odgovori, boste spoznali tudi mojega tasta. Von dem ich ebenfalls sehr viel gelernt habe. Od katerega sem prav tako se veliko naučil. Dankeschön. Hvala lepa. Danes je bil naš dragi gost, dr. Klav Štirner, ves dan zaseden v bistvu z nami. In imel priložnosti, da bi videl tudi naše lepo mesto. In zato mu podarjamo za spomin eno knjigo o Mariboru in tudi malo o Sloveniji. In želimo, da bo kdaj lahko prišel in si tudi v živo pogledal lepote teh krajev. Hvala lepa. Prav tako se za njegovo zelo koristno delo zahvaljujemo tudi doktorju Tihomirju Odorčiču za prevod. Hvala lepa. Ich möchte mich meinem Übersetzer auch bedanken.
Ja, hvala lepa, tudi zelo dobro. Ich habe ihn inzwischen kennengelernt und er ist selber auch Arzt. Ja, vmes me je spoznal in gotovo, da sem tudi jaz zdravnik. Zdaj pa bomo v resnici lahko slišali mojo pesem. Prosim lepa. What?